Trash. What the fuck? JTFM spielt auch. Ja. Hoffentlich verlieren die. Das war ja Ex-Team gewesen, ne? Ist ja ziemlich Meme eigentlich, weil die spielen gegen Team Eisblock. Was denn Leute, Team Eisblock? Suchst du die schon raus, oder was? Nö. Team Eisblock. Jetzt warten wir eigentlich nur noch, ne? Wir sind 6 Minuten drüber. Timer. Toll, ja, sag mal, warum hat sich die Trade Value so schnell aufgelöst? Wegen dir. Ich weiß. Tum. Tum bist gepinnt. Mhm. Das ist doch nicht so aufgelöst. Wir haben noch die Season zu Ende gespielt. Ja, und danach haben wir es ja auch. Tum, ich würde Alarak nicht first picken wollen. Auf der Map. Darfst du nicht unseres Dreads verraten, wie geht das? Ist doch vollkommen egal. Du weißt, dass das die Map für den Vogel ist. Ja, Murky ist einfach geil hier. Ja, ja, genau. Der Vogel ist doch schon ausgewählt, da macht der Talia. Also du machst Hook und Locke macht Guillotine drauf. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, genau. Dann kommt Polymorph. Und Vegeta muss ihn in meine Minen reinhocken. Ja, genau. Welcher Champ hat denn Guillotine? Sultan. Boah, ey, komm. Das ist doch dein Main, Locke, oder nicht? Guillotine? Das ja. klingt nach Arthas. Guillotine. Guillotine, Alter. Ja. Arthas könnte der Typ aus dem aus Tokyo Ghoul sein, der das Café leitet. Der Überghoul. Genau. Müssen jetzt alle. Ah ne, wir müssen auch einen Kirishin Spoiler Alert machen, ne? Oh, ich hab sogar Abatur. Das ist nur. Oh, krass. Aber ich hab keinen Skin für ihn. Was? Also doch den Skin, die Skins hier. Worauf warten wir jetzt? Genau. Wow. Wie viele Mecha? Es gibt nur 3 Mecha-Skins. Schade, ich hab gedacht, es gibt 5. Hä? Wer macht denn jetzt hier die Map? Es gibt doch 4. Achso, ne, den hab ich nicht. Boah, der ist cool, der Goldene. Der ist echt geil. Oh, 42 spielt jetzt für uns Healer. Nice. Ciao, Talia. Okay. Wie cool. Nee. Die Killerwurst. Das ist auch ein geiler Name, ey. Da müssen wir uns ja echt im Dings nehmen. Also eigentlich spielt 42 offlane. Was? Wer ist 42? Wie redet ihr mal? Caster, du Geburt. Wir werden gecastet? Ja. Alter Locke, ne? Können wir Locke. Alter, erstmal. Warum steht das nicht in Stream News? Hä? Ich hab das in Hotspam geschrieben. Ach, so. Hotspam. Black Widow. Stream News ist doch automatisiert. Ja, aber es ist momentan kaputt. Das finde ich aber auch ein geiler Sprung. Season 1 2019, Gold 2 Heldenliga. Vorseason, Stormliga, Master 1400. Wow. Da war jemand gedrückt. Müssen wir nicht eigentlich den Healer immer reporten? Was? Shiny ist gar nicht da. Der Witcher, wir haben Geralt gegen uns. Uch, ich sehe da nur einen Rexer. 500 Games. Schaut Shiny zusammen mit Puncher das Replay? Den Stream? Okay, wollen wir vielleicht Rexer bannen? Weiß nicht, ob man den auf der Karte fahren sollte. Muss auch Offlaner sagen, ob man gebannt haben will. Rexer? Also, nee. Ja.
Eigentlich nicht. Kein Problem, alles klar. Holy shit, warum haben... Wow. So. Hey, wie heißt denn der bei Twitch? 42 einfach? Bist du bei Heroes Launch? Da Lane TV. Lane TV. Hat er sich umbenannt? Überall irgendwie, keine Ahnung. Ah, okay, ich hab's gefunden. Schade, wollte gerade Link schicken. Was sind denn die? Sind, das sind schon mal ready, ne? Team? Wir sind ready, oder? Yes, bin ready. Sind das Deutsche im Gegnerteam? Ja, Killerwurst. Ich glaube nicht. Keine Ahnung. Nicht? Ich weiß es nicht. Killerwurst klingt aber verdammt deutsch. Ja, es gibt doch auch den Film Die Kampfwurst. Der heißt im Englischen auch Die Kampfwurst. Es heißt ja auch Bratwurst in Englisch. Und Rumpelstiltskin. Beste Bezeichnungen ever, ey. Und Blitzkrieg. Jawohl. Kugelblitz. Nein, Lord Paradox hat das anders ausgesprochen. Lieber so, Soldat. Bann. wollen wir... Also ich hab keinen Bock auf Johanna, muss ich ganz ehrlich sagen. Wollen wir Johanna bannen? Oder wollen wir Alarak bannen? Wir haben First Pick, wir wollen Alarak nicht bannen. Ich würde erstmal was anderes bannen. Gut, was wäre denn... Keine Ahnung, mit... bann sowas wie Kuldan oder... Was mit Sul? Ist der noch irgendwie viable mit Double Lane Sul? Guck, der kleinen Map. Was weiß ich. Kuldan ist okay. Ich glaube, Kuldan. Hat uns deren Kuldan nicht auch zugesetzt? Hat er ziemlich krasse Fears oder so? Oh, ich hab keine Ahnung. Das könnte sein, ich weiß es nicht mehr. Wir haben halt auch nicht viel gegen den gespielt. Sag mal, irgendwie, wenn ich die Namen so angucke. Hey, haben wir nicht letztens gegen die auch so gespielt? Black Widow und Nein. Karma kommen mir bekannt vor. Heißt genau, ne? Koma, genau, Koma. Black Widow und Koma, die beiden. Der hat auch dasselbe Profilbild, ne? Ich weiß, dass wir schon mal in der Launch gegen die gespielt haben. Ja, jetzt vor kurzem erst. Nein, was soll ich jetzt noch spielen, wenn die Greyman gebannt haben? Jetzt ist die Frage, was wollen wir first picken, wenn ich Johanna jetzt banne? Na, wenn du Johanna bannst, first picken wir Alarak, oder nicht? Ja. Und wenn sie uns Garrosh nehmen, dann hast du ja jede Menge Tanks zur Auswahl, die Garrosh countern. Jede Menge in Klammern ETC. Ich wollte gerade sagen, in Klammern ETC, danke. Ja, du kannst auch Arthas spielen, Kappa. Also bis jetzt steht ETC oder Mal'Ganis im Raum, beziehungsweise Garrosh. Ich will Garrosh jetzt noch nicht... Ich weiß nicht, wie die spielen, deswegen würde ich erstmal einen anderen Tank spielen. Ja. Weil wir eigentlich gesagt haben, dass Garrosh auf der Karte eh nicht so geil ist, aber... Das stimmt allerdings. Oh, stimmt aber, ja was. Die Bank soll für uns Larak und auslaufen lassen. Haben wir mal was anderes, Locke? Also irgendwas, was schon gebunden ist? Bann dein Lieblings-Greymane-Lock. Was schon gebannt irgendwas, ist, was schon gebannt. Dann müssen wir uns keine Sorgen machen, dass Osiris eingeloggt wird. Was haben wir denn noch? Bei einer Sekunde Login. Oder so. Also wenn er gesagt, Tyrande hier nicht. Nee. Und Rest wäre einigermaßen okay. ETC. Da ist die Rande dann schon wieder interessant. Ich bin hier, um zu helfen. Das wäre ich doch irgendwie... Oh, jetzt ist der Garrosh immer verlockener gegen den ETC, aber gegen die Jaina nicht. Ich glaube, ich würde Mal'Ganis mitnehmen. Können wir dann Anduin mitnehmen? Oder... Kommt der mit Jaina klar? Ja. Ja, nimm, also wenn du sagst, ja, der passt, dann nimm mit. Ich muss essen. Ich bin mal als nächstes ein Healer. Gucken wir mal. Haben die sowas wie Anna gespielt? Ich glaube nicht. Deren meistgespielter Healer war, glaube ich, Malf, ne? Ja. Die haben zweimal Anna gespielt.
Wann mal? 100% Winrate. Ah, was die so machen. Okay, sie bannen Lunara raus. Also Maif ist mit Abstand der am meisten gepickte Healer, oder was? Ja, ja, der zont halt auch mal gar nicht gut. Du solltest den eher bannen als Anna. Also selbst wenn die Anna von denen gut ist, dann ist der Maif von denen widerlich. Ich wollte gerade sagen, ey, Locke, bann mal. Ja, Locke, bann mal. Ja, Maif stimmt, Maif ist mit den Roots. So, jetzt muss er noch an Wave Clear denken, ne? Yes. Ich repick mal Jaina. Ich glaube, wir hätten die Jaina vor dem anderen picken sollen. Ja. What? Die haben EDC und Jaina gepickt. Ja, es geht wie ja. Willst du vorher die Jaina picken? Ist gut. Ja, ich hab denselben Brainfart gemacht. Okay. Ich glaube, da würde ich einfach den Jimmy mit reinnehmen. Oh. Sollte Frall oder Kira? Keine Kira. Ich würde eher für Frall. Ich würde auch den Frall mitnehmen. Kira kannst du nicht spielen gegen Auriel, wenn die Crystal nimmt. Ah, stimmt. Das finde ich gut so. Ist die Frage, was nehmen wir für Rain auf Level 1? Nehmen wir den zusätzlichen Wave Clear mit oder nee, Ace in the Hole mit Earthquake ist doch geil. Ja, würde ich auch nehmen. Ich würde auch eher Ace in the Hole picken. Vegeta hat eben Angst, dass der Wave Clear zu schlecht ist, oder? Oder warum hast du darüber nachgedacht? Ja, weil wir haben halt, also. Ich habe halt decent. Rainer hat auch decent. Okay, ich hab schlecht, Wave Clear. Alarak hat auch Wave Clear. Rainer ist halt gerade so der den meisten Wave Clear hat für die Rote. Sie haben halt Valla und Jaina. Bin ich mal gespannt. ETC. Der setzt euch auch schlechte Lightbombs ein. Okay. Solange du sagst, auf wen sie gehen. Das hat in der Vergangenheit auch nicht viel geholfen. Geil. Machst du deinen Shoot-Off Anduin dann, oder was? Ja, ich pull dich ran, geb dir Lightbomb, der du neben mir stehst, weil wenn du beide gedived und getötet. Geil. Das kann ich gar nicht sagen auf den kleinen Jungen, ey. Was muss ich ja sagen, kleiner Junge, heal mal. Oh, nee. Wir haben sogar nicht gegen mein Job. Italia ja. Gegen Black Widow und Koma, genau, Valla und Auriel sogar. Genau, ja. Genau, Valla, Auriel. Ja. Ich meine, wir haben die reported. Nee, Quatsch, aber nicht. Wir haben die reported. Ich meine, die wurden überrollt. Es war nervig, aber sie haben verloren. Ich weiß aber nicht mehr, wie die Auriel hieß. Also ich weiß, dass safe Valla Black Widow war. Vielleicht war es eine andere Black Widow. Ich auch. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht so gering. Dass es eine andere war. Die auch zufällig Master war. Man weiß nie. Who knows? Hast du Level 1 Talent von meinem Geist nicht mehr gebannt, oder? Nee. Oh, ich hab vergessen, meinen Mount zu wechseln. Ich freue mich nicht besonders. Ich hab grad geguckt, Locke, Alter. Oh, das wäre jetzt aber. Ich hab nicht mal gezuckt, ich hab die Maus schon Richtung Kicken. Ich hatte schon auf Report. Kiri hat schon reported einfach. Ich hab direkt Tab aufgemacht, als er gesagt hat, falsches Mount. Ich hab nur gesagt, Kiri kriegt das. Dann wieder konzentrieren jetzt, go. Geht es offen, go. Wichtiges erstes Spiel, ne? Wir müssen wieder Alarak Respekt hinkriegen. Also, Timo, have fun. Wenn wir verlieren, ist es allerdings echt nicht so schlimm, weil dann haben wir leichtere Gegner. Echt? Funktioniert das nach dem Prinzip? Naja, nach der dritten Runde funktioniert es so. Die ersten zwei Runden sind mehr oder weniger random. Also, wenn wir die ersten drei Runden verlieren... Dann ist das so wie Placement, Matt. Brood? Rot? Uh-huh. Okay, kein Rot. Ich hab wieder Combo. Bin immer noch auf ETC. Ich geh runter. Okay. Ich bin immer noch auf WTC. Können wir hoch? Go. Ok. Ich
gestanden hier. Was denn? Unterwegs. Na, ich muss gucken, dass ich pulle. Pass auf, Bottom. Ich bleib mal hier oben. Gams? Die kommen runter. Ne, ich muss hier durch, da kommt die DC. Unser roter Smith. Pass auf, Bottom, unser roter Smith, Kacke. Lassen wir Zosch einfach die Gams holen. Ja. Pass auf, Bottom. Ja. Wie weit man weggeschlagen wird. Lustiger Champ. Ich glaube, Roter schaffen wir so nicht. Irel Mist, die könnte jetzt mitkommen. Stand auf ETC. Okay. Irel ist Mitte. ETC ist richtig auf Abstand. Ist richtig out of positioning. Hab'n gesleept! Kiri hätte so ein Stück warten müssen, hätte ich ihn kombo'n können. No, sorry. Pass auf, Bottom. Ja. Ich glaub einfach mal oben, damit wir gar kein XP. Irel macht Camp. Irel macht Camp. Wir kommen jetzt Mitte. Ja. Soll ich die einfach machen lassen? Ich lieb den raus, trotz von DTC. Ja, können wir Alarak vielleicht die Flanke sichern lassen, dass Vegeta die Sachen einsammelt? Können wir machen. Okay, Irel hat das Camp abgebrochen. Pass auf, da könnte was kommen. Kann mal jemand da was reinpacken in den Busch? Ja. Wir sind top. Alarak, stellt euch mal, also zerstört euch mal bitte rein in den Busch. Nicht Talia. Gate verloren. Die haben ja gerade gemacht, also könntest du zahlen, Timo. Ah, sind da ja. Irel kommt Mitte, glaube ich. Ich mach. Okay. 4 Sekunden kann ich nochmal. Irel miss. Der Paid jetzt paid jemand. Ja, die hat gezahlt. Irel hat gezahlt. Die payen alle. Ja. Jane hat eingezahlt. Ist egal, wir dürfen jetzt den Krams hier. Ja. Jetzt, okay, Def, ETC hat durchgepayt jetzt. Wer fehlt denn von denen noch? Okay, sie sind durch, sie haben's. Die kommen runter, pass auf. Kann man einer oben gucken? Hm. Die ist schwer. Vorsicht, top. Sind zu dort top. Ja. Nee, nicht in das Spider kämpfen. Stay mal Mitte mit Alarak, bitte. Auf ins Getümmel. Mit den Changes ist in der Spider kämpfen allerdings auch nicht so verkehrt. Wenn die Wave raus ist. Muss ein bisschen zurück. Ja, so schnell haben die schon gezahlt. Hauptsache wir behalten unser Gebäude. Okay. Nächste Wave. Kannst du kommen, Zosch? Das ist langsam eigentlich. Sofort. Okay, jetzt muss einer kommen, pass auf Mitte. What? Smith? Unser Hart machen. Vernichtet ihre Konstrukte, bringt die Menschen. Vorsicht, Bottom. Ja. ETC kommt runter. Ja, ist er. Irel ist sie bei mir wieder. Ich hab 3 Mitte. Ja, genau das hab ich gebraucht. Ja, ich mach da keinen Schaden. Deswegen pass auf Top. Bot Mist wieder. Bottom. Da kommt ETC, ETC kommt Bot.
stell dich. Oh, gut, perfekt. Mit dem Camp können wir versuchen zu payen. Ja. Wollen wir unten forcen oder oben? Ich glaube, muss auf jeden Fall. Die ist runtergegangen. Ich pay dann lieber oben. Ich glaube, die. Ich sehe keinen, deswegen. Die sind Mitte. Ja. Ich versuche Bot zu payen. Die DC ist am Sleepen. Ich pay Bot jetzt. Ja. Ich versuche die Mitte zu halten. Oh, da kommt mein Gott. Was. Oh oh. Ist das raus? Bug? Ja, ja. Gut. Valla ist noch top gewesen. Die kommt jetzt Mitte. Ja, ich hol die Wave Bot. Vielleicht kann ich. Geht's ab immer. Genau. Ja. Okay, ist durch. Okay. Soll ich Bot bleiben erstmal? Ja. Pass auf Top, pass auf Bot, wir sehen sie nicht. Wir sind gleich 10, können wir ein bisschen. Jetzt oben rauf. Kannst du reingehen. Jetzt war auch 10, aber ist egal. Mirai ist noch bei mir. Der sleept. Auriel? Da kommen wir nicht ran. Ah, wir haben gut Schaden reinbekommen. Ein bisschen auseinanderstehen wegen Mordet. Die hat die Slap Quest. Auriel? Oder Valla? Komm ich nicht ran. Wir haben Water Ele bekommen. Nee, springen. Lass Mitte gehen. Ich werf Mitte Hyperion drauf. Ja. Ich zieh den Bogen. Dann, wenn die da reinlaufen, kriegst du dann. Die DC ist gesleept. Ich hab immer noch das Ele auf mir. Water Ele ist dead. Kriegen wir den ETC? Ich bin dran. Ah, mein E ist zu langsam. Top. Ich hab noch Pull für Kiri. Wir können nochmal payen, die können auch payen. Ja. Pass auf Bottom, pass auf Bottom. Du wirst gar nicht Miss. Ja, zahlt einer, ja. Und Irel pusht. Irel macht das Camp, ja. Dann können wir unten payen. Ah, doch nicht. Die ist jetzt hier. Da ist noch einer drin. Die Jaina. Payen und dann Fight Fire Forcen. Die kommen. Die will da rein. Ich hab Earthquake ab. Die DC ist da oben drin. Die DC ist oben drin. Ja. Blocke, geh mal. Oh, pass auf, da kommt gleich. Earthquake. Die DC, passt auf. Die DC ist ganz. Aber wie DC. Ja, bin dort. Jaina und Dingens sind gesoned. Ich bin auf dem Ele. Ruh. Bin auch auf Ele. Pain. E hier auf See. Sleep auf die Dings. Die hat gut Glocken an. Oh oh. Danke. Ich hab wieder Combo gleich. Jetzt hab ich Combo. Ich brauch Brunnen. Wollen wir Mitte drauf schnell? Ja. Wir machen. Bin da. Kein Ult. Auriel. Silence. Fuck, falschen. Root auf ETC. Ich hab ETC gesleept. ETC hat 37 Viechers. Wow, hier liegt aber auch einiges. Ich hol mir kurz. Kriegen wir ETC noch, ne? Okay, jetzt ist er weg. Ist er gar nicht. Oh lol, der ist noch hier, lol. Jetzt ist er weg. Keine Ahnung, den ETC wäre wichtiger als die Auriel gewesen. Top. Ich hab gleich wieder alles ab. Counter-Strike in 5. Gleich wird's für mich einfacher, was zu machen. Ich geh wieder Bot. Jo. Ich hab keinen Pull. Mit Hirel? Die hat keine Kuhglocken. Na, schade. Die sind 13. Ich pay meine 22 schnell rein. Pass auf, die könnten runterkommen. Ich glaube, ihre ist beim Camp. Die machen ihr Camp wieder. Mach mal unseres schnell. Ja. Aber wir sind langsam mit Camp clear. Ja. Kannst du. Loco, ich dachte, du guckst unten, ob da jemand payt. Okay, jetzt mach ich unten. Sosh, bleib mal kurz gucken. Ja, jetzt haben sie Payment. Sie haben Payment. Pass auf, unten, Loco. Ja.
deren Camp schnell clearen. Wir müssen die DC irgendwie umbratzen. Ich kann deren Mage ein Stück pullen. Ich pre-tabbe. Nice. Schade. Gleich wieder Combo. Jetzt wieder Combo ready. Okay. Ich zieh die Hyperion defensiv. Ja. Okay. Root. Vorsteppen ein bisschen. Kriegen wir den? Earthquake. Root. Oh mein Gott. Interessant. Ich bin auf dem Elo. Die ist reingesprungen. Ja. Kümmel raus. Oh Gott, raus bitte, raus Deppen. Bitte aus dem Fall. Deppen. Die verlieren Bomben. Lockerbot. Jetzt pushen sie Mitte, ja. Ja, das ist aber okay. Ich muss die Wave ein bisschen kommen. Ja, ja, lass sie kommen, lass sie kommen. Und runter, 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 los, 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 los. Reinflanken. Was haben wir alles geburnt? Wir haben keinen Moshpit geburnt. Wir haben keinen Water Ele. Hier, hier. Fuck it. Beides heilen. Root. DTC bitte. Okay. Ja, Kiri ist noch drin. Waves auspushen. Wir machen Bottom des Camp. Ab. Pushen wir top aus und Pain einfach. Ja. Bot das sich dann delayed, das ist egal. Soll ich zu euch kommen? Ja. Du musst Bottom deffen, das Ding. Nee, das macht die Wave. Na gut. Wir müssen raus hier, raus, 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 bitte, 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 bitte. Die können auch Pain, ne? Wie Pain jetzt gerade. Scheiße. Kommst du noch? Ja, ich komme. Nee, meine DC hat gepaged, scheiße. Ja. Kann einer oben spotten, einer unten spotten, bitte? Wir sind oben. Root. Ja, die sind unten. Geht jetzt hier. Ach, shit. Kann die Earthquake? Earthquake? Ja, gehen mit Earthquake rein. Die IRL hinten. Na, ich hab nichts für locker. Gerade nicht für einen anderen geheilt. Die IRL, IRL, IRL versuchen. Ich hab nichts gerade. Pain. 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 Ja, paint mal bitte. Timo muss Pain. Team auch, ja. Anna, geh mal, Rainer bitte back. Rainer bitte back. Die haben resurrected. Viel zu viel Value mit dem kleinen Camp geholt. Malok hätte direkt kommen müssen. Kommen, oh, achso, die sind oben. Die sind oben, ja. Wollen wir auch Mitte oder was? Mhm. Wir müssen beide kommen gleich. Ja. Na, Mitte ist gedefft. Lass uns nach oben gehen und wenn die zu uns kommen zum Deffen, fahren wir die rein. Jo. Das heißt, Kiri bleibt bei uns. Ja, ich habe nur die Gemscroll eingesammelt. Baller? Oder? Root. Lass mal was riskieren. Wir müssen auf jeden Fall bei der nächsten Combo von Timo drauf followen. Hier? Ja. Die gleich hier rotieren oder so? Ja, 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 hier zu dem rein. Hard bestimmt. Guck, die sind jetzt da gerade reingegangen. Ja, ja, dann go, go. Ja, du musst erst. Go. Voila. Ah, shit. Da, jetzt hier. Root. Earthquake. Nice, wir haben Kill bekommen. Deren Hard. Ich geb Vision. Okay, gibst du. Aufpassen wegen Mosh. Rein, wir können da rein. Das ist fast dead.
dieses Ergebnis machst. Ah, die haben gepaid. Wollen wir Wall holen? Oder wollen wir oben was holen? Ich glaube, wir müssen top deffen. Wo ist denn die Wave? Da hinten. Schutz. Ne, deswegen sage ich ja müssen. Okay, Resurrect wird genutzt. Was haben wir an Ultis noch? Ich hab noch die kommen. Earthquake erst in einer Minute. Aurea ist immer noch Mitte. Ich hab alles ready. Oh, schon wieder rot. Was mit Earthquake ist nicht okay. Wir haben kein Earthquake. Ja, Locke soll da reinsteppen, damit die Tower Damage kriegen. Ja, ist jetzt gerade kein Tower mehr da. Jimmy, bitte auf die Wave! Rude. Jimmy, bitte auf die Wave! Locke ist tot. Bitte die Spider-Fokus mit Jimmy. Müssen wir fallen lassen. Scheiße. Ja, wir müssen halt einen Kill auch irgendwann mal holen. Wir können nicht ganz halt defensiv spielen. Core. GG. Wir spielen viel LOL. Wir haben viel zu passiv gespielt. Ja. Wir müssen halt schon auf die Combo verloren. Und Ansage von wegen nicht in der Wave kämpfen, nicht in der Wave kämpfen ist Quatsch seit den Changes. Wohl in der Wave kämpfen. Gerade jetzt in der Wave kämpfen. Ein Game ist gecrashed. LOL. Fatal Error. Viel zu vorsichtig gespielt. Wissen noch, dass sie mehr Wave Clear haben. Müssen wir halt mal einfach mal drauf fahren. Ja. Ich hätte auch nicht. Ich war auch kurz davor zu sagen, Ophea statt Rainer. Ja. Wollen wir First Pick oder Map Pick haben? Map Pick, Cursed Hollow. Cursed. Ja. Oh, ihr habt bei mir ja tolle Benutzername. T54879664041409030 T. Ah, nee, jetzt nicht mehr, schade. Alle bei mir schöne Zahlen. Die wollen 5 Minuten Pause. Boah. Sagen wir nö. Nee, gibt's nicht. Das können wir denen nicht, die neuen. Pussy. Alter, wofür brauchen die denn 5 Minuten Pause, ey? Vielleicht haben die vorher schon Leute platt gemacht. Jetzt tun die Fußsohlen weh. Ich glaube, wir hätten vielleicht Jaina first picken sollen, denn wir die Freunde nehmen, gegen die, wenn sie alle genommen hätten. Stimmt, mir die sinnvoller gewesen. Nein, wir haben erst gesehen, dass die mechanisch nicht gut waren. Ich glaube, Ophea statt Rainer hätte auch schon anders ausgesehen. Ich weiß nicht.
Definitiv. Weil wir mit Orphea viel besseren Waveclear haben als mit Rainer. Unabhängig davon, welches Level 1 Talent ich picke. Wir haben ewig gebraucht. Wir haben ewig gebraucht. Auch insgesamt immer das mit den Gems. Wer pickt die Gems? Wir können nicht vorsteppen. Step der hin, step dahin. Das war wie, als ob wir das erste Mal Tump gespielt hätten. Ja, wenn halt keiner im Busch steht, muss ich halt im Busch stehen. Ja, aber wer soll im Busch stehen? Weil wir kein Wave Clear haben, müssen alle Wave Clearen. Naja. Das mit Anduin musste ich weh auf Cooldown machen und dann hat es immer noch ewig gedauert. Ich habe ja nicht so viel mitbekommen von euch. Aber ich glaube, insgesamt war das einfach ein bisschen zu vorsichtig, zu reserviert. Und Problem war halt noch, dass die Hyrel halt in die Backline springen konnte und alles gestört hat. So von wegen, wie quasi neue Hero-Bonus, dass da keiner mehr mit, keine Ahnung, mit gerechnet hat, nicht mehr drauf reagieren konnte. Also Hyrel kann halt echt wenig. Hyrel ist jetzt zwar wieder gut durch die Changes, aber es hat schwer. Da müssen wir dann entweder callen, wir gehen jetzt auf die Rail, bis sie ihre Ulti zieht, oder wir stunnen sie durch, bis sie ihre Ulti zieht. Oder wir müssen irgendwie mehr Split stehen, damit das Value bekommt. Die Rail hat halt auch dafür gesorgt, dass einmal konnte Locke gar nicht in den Kampf rein, weil er genockbackt wurde und geslowt wurde. Und dann war der halbe Kampf schon rum und dann war dann halt auch nicht mehr viel. Ich muss dann Rega spielen und dann in die Wave beißen, dass wir die Wave einigermaßen runterbekommen. Aber es war von beiden Seiten vorsichtig gespielt, weil es stand ja am Ende eh nur 2 zu 4 mit Kills. Ja. Und dann hat es schon krass ewig gedauert. Bis zum Ende war ja nur 3 zu 2 oder. Die eine Wave, wo wir in der Mitte dann keinen Kill bekommen haben, die hat das eigentlich entschieden. Da als die Auriel nach vorne gekommen ist, da hätten wir auf die Auriel kollapsen sollen, komm mal was wolle. Da hatten wir zumindest noch einen Tower stehen. Ja. Ah, Vegeta hatte dann halt auch nicht so viel Value mit dem Reinkommen. Weil die Auriel musste die ganze Zeit immer nur warten, bis Vegeta reingeschwebt kommt oder reinqueued oder was weiß ich nicht was. Da hat sie einen einfach zurückgeslappt und dann war's das. Wenigstens weiß ich, dass ich gegen Gigaro spielen kann. Lass dich mal nicht so runterziehen, Mann, ey, das ist... Was ich lass mich doch nicht runterziehen! Du klingst so traurig, so reserviert, keine Ahnung. Also ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass wir das gut schaffen irgendwie. Ich überleg gerade nur... Also Garrosh klingt gut, finde ich gut, können wir sowieso insgesamt mal ausprobieren. In Launch. Oh, ich ärgere mich halt wirklich so, dass... Oh, ich... Keine Ahnung, wenn sie halt alle Raketen wie halt Medivh dann gepickt, das wäre halt so gut gewesen. Ich hab halt überhaupt nicht an Medivh gedacht. Ich hab nur daran gedacht, wir wollen Alarak den Nein und für uns gewinnen. Oh, das wäre so. Wäre wahrscheinlich besser gelaufen, wenn wir Jaina gefirstpickt hätten. Wir hätten eine Wave Kid in den Medivh. Wäre alles ein bisschen einfacher gewesen dann. Ach ja, und wir wollten mal gar nicht mit Froll picken, ne? Mit wegen Sleep. Ja. Ich glaube, ich habe trotzdem Garrosh. Stimmt. Ja. Kiri, bin ich auf der falschen Seite?
Boah, sind wir jetzt auf der richtigen Seite? Stimmt. Ja, ich tausche mal eben. Wir sind rettig. Locke. Ja? Erinnerst du dich noch an das Die Hacke Game auf der Map? Auf dieser Map? Ja. Auf dieser Map? Auf die, das wird, was wir vorhin gespielt haben. Das ist cursed. Gestern meinst du, ne? War das gestern? Schon. Es war auch auf cursed. Das war gegen The Trace und so weiter. Das genau, ist so, ja, gestern. Da, genau, da gibt's Vögel. So sollst du jetzt auch spielen. Genau. Wenn nicht sogar noch besser. Die Boss-Stunts waren richtig ready? Gut. Ready? Wir sind ready. Theo? Oh. Auch wenn die Tracer scheiße war, war richtig gut, dass du gelickt hast. Verfluchtes. Oh, na dann, auf geht's. Ritu. Warum? Wir. Weil kann die einer haben von euch was gehen, bitte? Ja. Ich gehe. Okay. Leute, was hast du denn gemacht? Ja, die haben die Map gewählt, also müssen die haben die First Pick. Oh, stimmt! Kiri hat ja dann Seiten gewechselt und danach vergessen, First Pick zu ändern. Ach, Pick und First Pick. Das sind doch bürgerliche Kategorien. Oh, erstmal Musik anmachen. Ich muss neu connecten. So, wir sind alle wieder da, alle ready. Yes. Genau. Verfluchtes Tal. Haben die denn sowas wie die Hake eigentlich gespielt, die Gegner? Let me check. DHK haben sie dreimal gepickt overall und haben eine 0% Winrate. Okay, also es könnte sein, dass er nicht gepickt. Tidestart haben sie zweimal gepickt, 100% Winrate. Nur über Flatstart-Band nachdenken. Also dann, Jojo Falstad. Wie, der Hacker gebannt ist jetzt aber hart. Soll ich den Falstad rausnehmen oder erst Johanna? Nimm erst Falstad raus. Machen wir Global Deny Battle. Ja. Ey, nicht wie mal. Ich habe aber was wir nicht spielen. Achso. Spielen die Abatur oder sowas? Tonneau? Nö. Bis jetzt zumindest nicht gespielt. Was nehmen wir jetzt auf Locke? Chen oder was? Ich kann ja erstmal gucken, was sie nehmen.
Mit Garrosh hätte ich halt irgendwie gerne einen zweiten Frontliner. Dann wahrscheinlich eher Shenlong. Rick. Ich hätte gern den Rainer auf der Map, wenn Graumenne gebannt ist. Ja, ich will die Johanna nicht. Was mit Lunara auf Kiri? Anstatt Rainer? Das könnte auch hinhauen, ne? Ja, ja. So als, ja, dass wir die nicht vergessen. Ich glaube, Kiri ist, finde ich, besser auf Lunara als Rainer. Lunara macht doch mehr Spaß als Rainer. Jeder macht mehr Spaß als Rainer. Ja. Nein, PvE macht richtig Spaß mit Rainer. Locke spielt nur noch Rainer auf Offlane. Hab ich auf BOE heute gelernt. Auf BOE Rainer richtig viel Spaß. Die zählen, ja, ist okay. Okay, Rainer offline hätte schon Bock. Oh Mann, ey. Ich würde Rega mitnehmen. Oh, die mit den Rainer oder? Wir nehmen Jaina mit. Ich habe das Gefühl, dass die den gleichen Kram immer nochmal picken. Nimm mal Jaina, oder? Ja, nimm Jaina. Jaina, Rega. Ich glaube, Rega ist fein, ja. Ich hätte lieber jetzt irgendwie. Keine Ahnung. Ja? Irgendwie nicht beide DDs, aber noch irgendwas anderes statt den Healer gepickt. So ist halt schwer. Ja, ich werde den Solo-Laner erst noch nicht nehmen, eigentlich, und den Tank eigentlich auch nicht. Anna, bereit zum Einsatz. Keltas Anna. Bah. Pandas ist gut. Ja. So ein bisschen Angst rausnehmen. Was haben die noch so für Offlaner gespielt? Blaze. Na, ja, Alarak halt. Kannst du Alarak rausnehmen? Junkrat. Nimm mal Alarak raus. Ach, wir haben auch gesagt, Junkrat ist auch eklig. Junkrat? Gucken wir mal, was da kommt. Momentan ist es halt schwierig für Chen wegen der vielen CCs. Ja, ETC und Anna habe ich ein bisschen. Aber Tour. Rieger ist halt auch kein gutes Follow-up, Garrosh. Mal gucken. Ich muss ja nicht reinwerfen. Oh, stimmt, wir haben Maiev ja noch. Aber. Maiev wollten wir hier nicht spielen, Timo. Ja. Was meinst du mit Chen? Ist Chen in Ordnung? Tja, ist viel CC, aber ist in Ordnung eigentlich. Nimm mit. Mit Chen picken Imperius eher nicht, ne? Genau. Ja. Der Rainer wird immer verlocken, ne, ey? Kira oder Rainer? Zeratul Foreman. Naja, auf der Map gibt's ja nicht so wirklich Foreman, ne? Ja, ist eher Kira spielen. Und Garrosh passiv. Du wirfst die Rehe weg, dass sie uns nicht auf den Sack geht. Ja. Shen geht rein. Okay. Und Kira ist Follow-up auf Garrosh. Und sagen, wo ausklingst. Kann ich mir ja nicht aussuchen. Doch. Ja, mit dem Hook, wenn ich den da noch hab. Hä? Nee, es geht um das Ranziehen. Das Ranziehen. Ach so, ausklinken war von wegen, wenn ich es auslaufen lasse, dachte ich. Wenn du es auslaufen lässt, klingst du dort aus, wo du angefangen hast. Ja, das weiß ich. Du sollst ja halt sagen, wenn du. Ist dann eigentlich immer die in eure Richtung. Es sei denn, ich würde dann in die Tower reinfliegen. Okay.
Also ich klinke mich bei denen rein und werde hinter denen, gehe ich meist eigentlich nur normal für hinter denen immer wieder rein. Muss halt auch gucken, dass du es nicht durchziehst, wenn das Potenzial besteht, dass sowas interruptest, was relevant ist. Mhm. Wenn du die mit dem Knockback mit Kuhglocken in unsere Tower schiebst, willst du das nicht. Die Kuhglocke? Ja. Kuhglocke kannst du ja nicht interrupten. Das hat ja keine Cast-Time. Achso, die Kuhglocke. Gerade überlegt, über wen ihr redet. ETQ. Ardent Defender. Ardent Defender. Schattenjäger. Oh Gott, Shiny. Warum? Einfach so. Falsches Mount. Oh, zum Glück habe ich das richtige Mount, Mann. Ich habe gar nicht nachgeguckt. Ich wollte gerade sagen, ey, wer ist denn der da auf dem komischen Wolf? Talia. Wer ist denn das auf dem Wolf? Oha. Direkt gepinkt. Ja, zu Recht. Die ist halt wirklich immer da. Die aber runter, ne? Die wollen ja eh nicht. Ich dachte, wir... Teratool ist hier. Die rein. Teratool ist noch vielleicht bei euch, ne? Ich bin unten jetzt. Ich hab Anti hier drauf. Schade. Chen top. Pass auf, da sind, pass auf Bottom. Und top auch bei der Rota. Ich hab Teratool. Mitte. Zwei Mitte. KT und die DC. Die sie miss Mitte. Pass auf Bottom. Die könnten kommen, wenn du so weit draußen bist. Easy time, ne? Ja. Hey. Die haben mir es geschickt. Könnt ihr noch eine Hard machen? Gegen Zeratul ist halt schwierig. Ah, ne? Scheiße, stimmt, ja, hast recht. Ich. Du bleibst da. Ich bleib hier. Ich geh zum Hard. Dann müssen wir schnell gucken, dass wir Mitte keine Wave verlieren. Wann zieh ich denn das eigentlich? 2:15. 2:15, nicht 2:45. Ah ja, stimmt. 2:45. Pass auf, Bottom. ETC das... Mitte, Miss. Lasst euch das nicht zu Kopf steigen. Kämpft. Ah, gut, Sims. Anna heilt den Dings unten gerade hoch. Ich werde euch meinen. Also um 45 zieh ich? Ja. Gut. Zieh's jetzt. Du musst bedenken, dass du noch rotieren musst. Ja, wir müssen aber das Hard auch noch deffen oder lassen es laufen. Oh, schöner Kill. Kannst du steffen, Kiri? Dann kommst du hoch mit Kira. Dann versuch ich, sie hier aufzuhalten. Chen, kommst du? Ja. Sind immer noch zwei Mitte. Stell dich mal vor. Trainer geht Bord, die werden das geben. Push. Die skippen das. Die pushen mit dem Hard. Perfekt. Jupp, komme. KT oder so ist Bot. Ich kriege mir die Kuh. Bin auf dem Weg zur Kuh. Sorry, hab abgefuckt. Ich hätte ins Double. Nice, schön gemacht. Kuh. Ich muss Killer runter. Zwei oben. Jo. Gut. Kommst du? Ja. Cool. Da war gerade.
Unten in den Busch. Oder in den Busch? Genau. Sierra, du bist bei mir. Ich bin an der. An einem Healer. Hier ist dead. Uff. Der Wurf, ey. Komm her, komm her, komm her. Oh Mann, lol. Sorry, ich wusste nicht, dass du den da beißen willst. Ich bin raus. Kiri, du warst geklänzt, du musst nicht weiter vorsteppen. Space. Hier auch B. Geh wieder hoch. Geh mal mit Kira auf ETC die ganze Zeit. Okay. Backline nerven ist Chance Job. Wollen wir sehen, wer mir diese Zertus ist wieder unten. Aggressiv und Zeratul damagen. Schade. Hier. Jetzt kommt der hier rotiert. Wenn unsichtbar ist, kannst du ihn halt nicht werfen, ne? Ja, stimmt auch wieder. Ire kommt auch jetzt. Ich geh tabben. Ich hab wieder Cleanse. Kriegen wir den einfach, den die Kuh? Ich nerv Backline. Hab Ire, oh lol, ist richtig Tiere. Bei der Anti-Heal drauf, ich hätte nicht so lange tappen dürfen. Oh, sorry. Ah, ich nicht reinspringen. Ja, ich habe zu lange getappt. Ich dachte das nicht, dass sie so hart committed, um da reinzukommen. Ja, yeah, ist okay. Locke, du warst ein bisschen tief drin, ne? Okay. Genau. Da darfst du so weit nie reingehen. Also ohne Pandas darfst du nicht so weit rein. So, kennen unseren Boss. Die machen deren Boss. Ah, die machen deren, machen unseren? Ja, ja, go, schnell. Ja, es ist zu spät. Wir hätten gleich hin rotieren müssen. Und ich bin erst seit einer Sekunde wieder am Leben. Ja, ja, aber der Rest von uns. Und wir, jetzt müssen wir uns entscheiden, Deffen oder Cursed. Ich kann das unten noch eben machen, achso. Kann wir Poke? Überlegen, ob ich Elo nehme. Elo ist gut gegen Zeratul. Denkt dran, wir sind 4 gegen 5 jetzt hier, ne? Ja. Ich lass ihn jetzt laufen, also ich habe ihn auf Hälfte. Ja. Ja. Ulti auf den! Bin gleich da. Ich bin hinten drin. Zeratul ist fast dead. Zeratul ist dead. Anders? Ah, Mosh kommt jetzt gleich. Auch nicht. Ich bin an der Jurel gerade. Ja. Ich bin unlow. Ah, du hast auch Antinate auf dir drauf gerade. Raus. Keine Ahnung, das wird vom Dings ist gerade zu hart. Ist was? KT. Wir spreaden halt die Bombe ohne gleichen gerade. Mein Fluch lastet auf euch Helden. Werdet ihr ihn überleben? Kannst wieder runter. Oh shit. Alles gut. Können wir den? Meine Ult interrupted leider. Ich gehe Bot. Schade. Pass auf Top, die kommen. Okay. Oh, doch nicht. Dafür muss er halt sterben jetzt. Geh weg von mir.
Ist er zu low, ne, um da irgendwas zu machen, bitte? Genau, ich gebe ihr. Pass auf Top, pass auf Top. Okay. Kannst du unseren Boss checken? Ja. Sind nicht dran, ne? Unser Hart. Hallo. Hallo. Bottom Camp. Dann unseren Boss treffen sonst. Aber wir müssen auf jeden Fall scouten. Hier, die sind hier, das hier ist gekappt worden. Und wollt ihr unser Easy machen? Ja, er muss trotzdem vor mir einer durch. Ah, ich geh einfach rein. Zerator ist hier. Den kriegen wir. Nee. Doch, vielleicht. Nein. Okay. Uff. Der hat es schon gedoppelt blinkt. Und ach Mitte. So. Nicht gesehen. Ja, Mitte drauf. Bin fast da. Ihr Rail ist Miss. Top gedefft. Ja. Können wir bossen. Jo. Oder auf Ihr Rail drauf. Ihr Rail. Die sind alle hier, die kommen hoch. Die sind hinter mir direkt. Terra-Tool ist jetzt noch wieder da. Können kein Boss machen. Ich habe schon mal. Vegeta ist under ja, ist okay. Pressure. Nein! Das ist Ancestral gecountert. Das ist ja nicht scheiße, sorry. Ich glaube, du musst doch früher Pandas ziehen. Also, ich stand da scheiße, halt, sorry. Wir waren halt noch nicht alle da. Kannst du beim Midwave Escape noch? Nee, bist tot wahrscheinlich. Nee, Chase ist nicht tot. Du musst früher dein Brew loswerden, damit du Movement Speed hast. Ich glaube, du musst top weg. Beeilung. Unsere Verbündeten brauchen uns. Ich kümmere mich darum. Wollen wir sehen, wer mir dieses Mal genügend. Sie sind am Boss. Oh Gott! Ich bin was. Okay. Wie down ist der? Wie down? Der ist tot. Okay. Oh, doch nicht. Doch. Dann raus. Schauen wir, wie euch das gefällt. Dann defen wir top oder was? Ja. Soll ich dann Bot gehen? Nee. Ja. Was? Nicht? So, ich hab gedacht, der deft mit, ja. Was wollte soll er dein Bot? Ich komm jetzt erstmal top. Hört sich interessant an. Ich glaub, die machen jetzt ihren Boss. Oder unser Easy und pushen auf Keyball. Ja. Vielleicht der Boss. Lass den Boss laufen. Lass runtergehen. Okay, jetzt ziehen sie ihren Boss, wir sind noch nicht 16. Ja. Jetzt Top Wave nehmen. Ne, nicht pushen. Ich weiß, ich kann wieder invaden? Ne, okay, Chen ist top. Kommst du runter, Chen? Ja. Ja. Zerator wird das auf jeden Fall scouten, denke ich. Den KT ist Mitte, die sind in der Mitte gerade. Ja. Wir müssen halt Objective auch contesten. Ja. Ich bin am ETC. Ah, der war meint, hat dich weggewählt. Soll ich unten deffen oder? Nee, wir müssen halt fighten, ne? Wir gehen aggressiv für irgendeinen Kill. Hauen wir einfach zur Not ETC um oder so. Ich
hab Zeratul an mir. Ach, wieder. GG. Sorry. Ist okay. Genau, wir haben auch beide Games richtig scheiße gespielt, von daher. Jetzt an der Stelle war halt, sie haben dasselbe gemacht wie beim letzten Teamfight. Und ich hab dich zwar instant geklänzt, aber ich kann dann halt nichts machen, ne? Ja, ist okay, also was, kannst ja nichts machen. Was denn? Game ist wieder gecrashed. So, schläft zur Party.